Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge Metro Last Light Redux. Wir steigen gleich in unsere Katharina und fahren weiter und hoffen, dass wir bald einmal zur Polis kommen. Bin schon sehr gespannt, was draus geworden ist. Stirb. Stirb. Stirb noch mehr. Ja, wir haben noch genug Munition, das ist schon einmal gut. Stirb. Und auch du stirbst. Wir müssen uns so oft unsere Gasmaske abwischen. Durch die ganzen Nosalis, die da auf uns sterben. Ich bin mir unsicher, ob wir das machen sollten oder nicht. Ist natürlich auch gut möglich, dass wir jetzt einfach weiterlaufen müssen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab so das Gefühl, es müssen wir da noch einmal etwas, vielleicht etwas härter drauf preschen. Oh, alles klar, alles klar, alles klar. Hab's gefunden. Jo, das ist es. Nice. Nennt es Intuition. Zum Glück habe ich es geschafft. Und wir fahren jetzt links weiter. Wieder durch so einen Schacht, wie auch schon im ersten Metro. Und wieder geht's nicht ganz gut. Pavels Gruppe rückt zur Tretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. So ist es. Der Pavel, der muss noch dran glauben. Dringendst. Dringendst. Meine Gasmaske ist halt komplett im Arsch. Oh, wir haben die Katharina geschrottet. Na toll. Wenn irgendwo viel Strahlung ist, einfach schnell durchlaufen. Das hilft. Papa. Toll. Können wir was übersehen? Tatsächlich. Oh, sie funktioniert noch? Sie funktioniert noch. Alles klar. Nennt mich geboostert. Oh. Jawohl, lauft. Good old Katharina. Das Ding wird einfach mal zerstört. Das ist schön so. So, da waren wir ja schon, jetzt gerade. Mist! Gott verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Die Stimme kommt mir so extrem bekannt vor. Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel! Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Mein Motto. Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer
sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Ist der Händler? Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Ja, da werde ich den Weg freiräumen. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst genau. Um die armen Kinder. Genau, die armen Kinder. Nice. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vierfach-Zieloptik. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse. Die Schüsse waren so laut. Und das Nehmer. Gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Mündungsfeuerdämpfer. Es gibt keinen Schalldämpfer. Vielleicht kommen sie ja bald. Nehmer. Wir sind ja reich. Anpassen. Die haben alle umgebracht. Okay, Zieloptik brauchen wir drauf eigentlich nicht. Könnte aber auch schlimmer sein. Wie? Aber einen Schalldämpfer, den gönnen wir uns. Ja, schon. Es ist einfach, auf der Waffe ist Schalldämpfer einfach mega wichtig. Ebenso wie auf unserer Kalasch. Ja. Was sollen wir beide zu zweit? So schaut das Ganze ja schon um einiges besser aus, würde ich mal behaupten. Könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen? Nice. Ihr geht nirgendwo hin. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder beschützen? Kann ich das einsteigen? Wir können nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Dieser Fremde wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. So ist es. Wir fahren trotzdem weiter. Ich will mir nicht immer anhören, was die Leute so zu sagen haben. Es ist zwar meistens recht spannend, aber naja. What the fuck? In was sind wir da gerade eingeraten? Kommst doch her. Ich hab dir gesagt, du sollst rauskommen. Mach es nicht noch schlimmer. Get wrecked, mate. Dann haben wir ziemlich gut getroffen, würde ich mal behaupten. Ja. Und wieder haben wir eine Jungfrau in Nöten gerettet. So muss das. Aussteigen. Schneller aussteigen. Jetzt wissen wir es. Okay. Irgendwie blöd, dass wir so oft sterben. Das ist irgendwie echt kacke. Sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Oh mein Gott. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt. Also können wir nicht. Ich habe keine Sachen auf meine Waffen oben. Oh mein Gott, zum Glück habe ich nachgeschaut. Das wäre jetzt bitter gewesen. Okay, das machen wir jetzt einfach im Schnellmodus. Warum? Warum kommen sie da nicht zu uns? Vielleicht kommen sie ja bald. Lass uns einfach warten. Glaubst du, die haben alle umgebracht?
Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. So. Wie? Sie hat den so was. Frauen dabei. Okay. Ja, Schatz. Wir werden der Frau jetzt aber natürlich wieder helfen. Oh, ich hasse solche Menschen. Ohne Scheiß, das sind für mich die schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Leute, die sowas machen, die sollten einfach... Keine Ahnung. Ich glaube, das darf man auf YouTube nicht sagen. Ich werde mir das aber langsam nach vorschleichen. Wir haben ja gerade gesehen, was da passiert, wenn man das nicht macht. Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Könnte sein, dass wir ein paar Patronen oder es übersehen haben. Ach, bewegt deinen Hintern. Die anderen sind vermutlich schon wieder zu Hause und halb betrunken. Headshot. Ich glaube, wir brauchen gerade gar keine Gasmaske. Übrigens. Okay. Jetzt haben wir. Ja, das war ein Headshot, würde ich sagen. Ja. Und den Typen, den befreien wir in der nächsten Folge von Metro Last Light Redux. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.